In diesem Video geht es um den Kettenspanner CT2 von Pinion, wie er montiert wird und eingestellt wird. Zusätzlich möchte ich euch noch zeigen, worauf bei Longlife-Antrieben zu achten ist. Hallo, ich bin Christoph von Pinion. Ich zeige euch heute den CT2 Kettenspanner. Dieser ist entwickelt, um direkt an allen Pinion-Getrieben montiert zu werden, sowohl an Fahrrädern mit gefedertem Hinterbau als auch an Fahrrädern ohne gefedertem Hinterbau. Der Kettenspanner kann für Montagearbeiten oder zum Ausbau des Hinterrads an einer Position blockiert werden mit einem 3 mm Werkzeug. Der Kettenspanner hat auf der Rückseite eine Skala, um zu überprüfen, ob er in dem optimalen Spannungsbereich arbeitet. An gefederten Hinterbauten kann bei ausgebautem Dämpfer oder druckfreiem Dämpfer sehr einfach die Kettenspannung über den gesamten Federweg kontrolliert werden. Der Kettenspanner kann an 4 verschiedenen Einbaupositionen montiert werden. Die Kettenröhrchen sind ohne Zähne und sind zur besseren Dämpfung mit einem O-Ring ausgestattet. Dies sorgt für einen sehr leisen Lauf der Kette. Der CT2 kann optimal auf die Kettenlinie des Kettenblatts angepasst werden und die Rückstellkraft des Kettenspanners kann eingestellt werden. Der Kettenspanner ist für eine Zähnezahl von 24 bis 30 Zähne entwickelt worden und kann sowohl für Standardketten mit 3/32 als auch für breitere Longlife-Ketten mit 1/8 Breite eingesetzt werden. Der Kettenspanner wird mit 2 Schrauben direkt am Getriebe montiert. War dieser schon mal montiert, nutzt die gleiche Montageposition. Wird er neu montiert, montiert den Kettenspanner möglichst weit hinten, aber mit genügend Abstand zum Hinterreifen. Die Schrauben werden mit 4 Newtonmeter angezogen. Anschließend wird das Kettenblatt aufgesteckt. Hier ist wichtig, zwischen Kettenblatt und Lockring muss eine Edelstahl-Unterlagscheibe eingefügt werden. Der Lockring sollte noch eine originale Schraubensicherung haben und wird dann mit dem Lockring-Tool über das Linksgewinde, was sowohl auf dem Werkzeug als auch auf dem Kettenblatt angeschrieben ist, mit 40 Newtonmeter anziehen und entsprechend an der linken Kurbel gegenhalten. Für den Einsatz von Longlife-Ketten wie zum Beispiel die KMC Pinion E101 oder X101 muss der Riemenspanner umgebaut werden, das heißt etwas breitere Kettenröllchen eingebaut werden. Als erstes die Schrauben, die die Kettenröllchen befestigen, lösen und demontieren, sowohl die untere als auch die obere. Dann könnt ihr die Röllchen herausnehmen. Achtet dabei darauf, dass ihr keins von den Abdeckkappen verliert. Die Longlife-Röllchen sind mit einem L gekennzeichnet. Den Lagerbolzen in die Mitte von dem Kettenröllchen einstecken und dann links und rechts eine Abdeckkappe drauf. Anschließend das erste Röllchen montieren, dann das zweite Röllchen montieren. Erstmal die Schrauben nur leicht anziehen und dann abschließend mit 4 Newtonmeter festziehen. Die Longlife-Kette kann sowohl mit Longlife-Kettenblättern gefahren werden, als auch mit Standard-Kettenblättern. Nun wird die Kette auf beide Kettenblätter von oben aufgelegt. Dabei durch das Rahmen Dreieck fädeln. Anschließend den Kettenspanner in der Arretierposition feststellen und die Kette über die Röllchen fädeln. Nun die Kettenlänge entsprechend ablängen und die beiden Kettenschlösser einfügen und das Kettenschloss verschließen. Nun die Arretierung am Kettenspanner lösen, die Kurbel auf das Getriebe aufstecken
und anschließend mit der Kurbel weiter drehen, bis es sich im oberen Strang befindet. Das Kettenschloss wird mit einem beherzten Druck auf die Kurbel verrastet. Das Verrasten muss deutlich hörbar sein. Nachdem alle Komponenten nun installiert sind, die Arretierschraube des Spannkörpers lösen und diesen auf die richtige Kettenlinie des Kettenblattes einstellen. Anschließend die Arretierschraube wieder mit 3 Newtonmeter festziehen. Nach der Montage ist es wichtig, dass die gewählten Anschraubpositionen des Kettenspanners überprüft wird. Dazu den Dämpfer des Fahrrades demontieren oder Luft aus der Druckkammer ablassen. Jetzt kann der Hinterbau mit der Hand eingefedert werden und geprüft, ob Lasermarkierung an der Rückseite des CT2 sich innerhalb der Skala bewegt. Bitte auch beobachten, ob Kette oder Kettenspanner an anderen Beikomponenten kollidieren. Wenn die Spannung nochmal verändert werden muss, am Hinterrad die Kette abnehmen und vorne die Arretierschraube am Kettenspanner lösen. Zur Erhöhung der Kettenspannung den Kettenspannkörper nach vorne drehen und wieder mit 3 Newtonmeter die Arretierschraube verschließen. Anschließend die Kette wieder auf das hintere Kettenblatt auflegen und Spannung nochmals überprüfen. Der Kettenspanner kann im Rahmen einer Bikewäsche mitgewaschen werden. Nur bitte auf Hochdruck, Dampfreiniger und aggressive Reinigungsmittel verzichten. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt uns bitte unten in den Kommentarzeilen. Wenn ihr noch weitere Servicevideos sucht, findet ihr entweder diese auf pinion.eu oder in unserem YouTube-Kanal, den ihr auch gerne abonnieren könnt, damit ihr keine weiteren Videos mehr von uns verpasst. Ich danke euch, macht's gut, ciao!